Ich fahre heute die Club Cab Version des Mitsubishi L200 im leichten Offroad-Gelände des Verkehrssicherheitszentrums Olpe. Der aktuelle L200 bietet eine Motorleistung von 133 kW bzw. 181 PS sowie ein sattes Drehmoment von 430 Newtonmeter bei 2500 Umdrehungen. Der L200 ist der einzigste Vierzylinder-Pickup mit permanentem Allradantrieb, zumindest in der Straßenübersetzung. Mit Einschalten von 4-Low oder Geländeuntersetzung ist die Sperrung des Zentraldifferentials gekoppelt, um maximale Traktion zu erzielen. Ich gehe dann auf wechselnden Untergründen hin und nehme die Untersetzung auf Asphalt immer wieder kurz raus, um Verspannungen während der Kurvenfahrt zu vermeiden. In der Club Cab Version bietet der L200 zwei wirklich nur als Notsitze zu gebrauchende Sitzbrötchen in der zweiten Reihe, die jedoch sehr bequem über die weit sich öffnenden Schmetterlingstüren zu erreichen sind. Ich nutze die Sitzkissen in der Regel aber nur als diebstahlsichere Ablage von Werkzeugen oder Kamerazubehör. Durch die verkürzte Kabine wächst jedoch die Ladeflächenlänge auf über 1,80 Meter und in Verbindung mit der stabilen Bordwand reicht dies schon zum Transport eines Bikes aus, also ich meine eines Motorrads. Mit manuellem Getriebe ist der L200 etwas länger übersetzt als mit dem Automatikgetriebe. Bei 2000 Kurbelwellenumdrehungen macht dies einen Unterschied von ca. 140 km/h zu 100 km/h aus. Entsprechend tiefenentspannt hat sich die Motorradpressereise nach Südfrankreich dargestellt, bei dem dieser L200 selbst mit Motorradanhänger nach der Tankstelle in Luxemburg erst bei der nächsten Mautstation einen Schaltvorgang des Getriebes vornehmen musste. Die aktuelle Modellgeneration des L200 läuft in diesem Jahr, also 2019, aus und wird durch ein neues Design und eine neue Antriebsversion ersetzt. Ich bin jetzt schon gespannt, inwiefern sich dieser bewährte Generation verändert.